Hallo, was machen Sachen? Ja, haha, da hat Leon Marcher und Apurette uns ja komplett verarscht. Haha, haben wir gelacht, was für ein lustiger Prank. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, Glückwunsch für euch. Ihr müsst euch die Shitshow euch nicht geben. Ich mache das Video auch nur, um mein erstes Video ein bisschen gerade zu rücken, weil auch ich habe den Fehler gemacht. Ich habe Apurette geglaubt, dass sie ehrlich ist. Wir wurden dann enttäuscht, ja, war alles nur ein Scherz. Haha, wie lustig. Wie konnten wir noch so doof sein, ihm zu glauben? Kurzfassung hier, Apurette hat ein Video hochgeladen, zu dem ich auch ein Video gemacht habe, in dem er halt einfach zugibt, dass er Steuerschulden hat. Ich meine, komplett YouTube Deutschland weiß, dass der Mann Schulden hat. Wäre halt auch mal schön von ihm zu sehen, dass er halt zugibt und Karten auf den Tisch legt und sagt, so sieht's aus, ich habe Steuerschulden. Ich versuche mich zu bessern. Wäre eigentlich ein schöner Gedanke, fände ich auch. Habe ich in meinem Video auch so gesagt, dass ich mir wünsche, dass er auf dem rechten Wege kommt und ihm auch fehlerhaft leider alles Gute gewünscht auf seinem neuen Weg. Ja, mir wurden alle sehr enttäuscht. Komplett YouTube Deutschland wurde verarscht. Ja, dein Leon Mascher hatte die Auflösung hochgeladen. Das ganze Ding war eine Challenge, eine Wenn du Eier hast Challenge, die das letzte Mal vor 3 Jahren auf seinem Kanal kommt. Aber wir brauchen ja irgendwie eine Ausrede, um irgendwie Klicks zu kriegen. Ist auch, glaube ich, der einzige Grund, warum sie dieses Ding gemacht haben. Einfach, um ein paar Klicks zu kriegen, weil Dezember gibt es immer ein bisschen mehr Money. Und Apurette kann Money ja momentan ganz gut gebrauchen. Tja, wurde aufgelöst. Wie doof seid ihr? War ja alles nur ein Prank. Haha, wie könnt ihr Apurette glauben? Ja, und die haben sich beide komplett ins eigene Knie geschossen. Nicht nur, dass Leon sich aufführt wie ein Fünfjähriger, der zu viel Cola getrunken hat und was weiß ich für Aussätze hat. Das Video war echt schwer zu gucken und das ging fast eine halbe Stunde lang. Und ich hatte das Gefühl, mir läuft Gehirn aus dem Ohr raus. Apurette wirkt manchmal wie so, als wäre er AFK und würde nicht aufpassen, aber auch ganz anders. Dass er in dem Zustand das, ja, Geständnisvideo aufnehmen konnte, wundert mich, aber hat ja anscheinend auch irgendwie funktioniert. Ja, beide haben sich damit eigentlich selbst ins Knie geschossen. Apurette wird nie wieder irgendjemand glauben. Ja, ich mache das Video auch quasi nur, als, weil ich auf das erste Video von Apurette halt meine Meinung gesagt habe und ich einfach jetzt wieder Ausgleich schaffen möchte. Danach werde ich wahrscheinlich nie wieder was zu beiden machen, weil beide einfach nur, ja, Idiotie sind ohne Sondergleichen. Ich weiß auch nicht, wie man sich selbst so ins Knie schießen kann, wie mit diesem Prank-Video. Ja. Wie gesagt, ich hatte in meinem Originalvideo auch angepinnt, das Video von VBS Legal. Ich empfehle auch immer noch, euch das anzugucken. Christian Solmecke redet da eigentlich ganz schön drüber, sehr informativ drüber. Und für alle, die das nicht machen wollen, die die Kurzfassung haben möchten, warum ApoRed pleite ist. Kurzfassung von mir. Ich muss hier Hände hoch. Ich muss euch sagen, ich bin kein Spezialist, was das angeht. Das ist nur so Wissen, das ich mir in kurzer Zeit angegoogelt habe. Was nicht schwer ist, sind alles offene Quellen. Wie gesagt, ihr könnt auch selbst schauen. Einfach Insolvenzverfahren könnt ihr selber googeln. Es ist alles öffentlich. Es ist nicht, dass ich irgendwelche geheimen Dokumente gefunden habe oder irgendwas. Es ist, wie Christian Solmecke auch schon sagt, alles öffentlich. Ihr müsst einfach nur googeln, wie der Name ist. Die Stadt am besten. Das ist einfach kleinere Ein einen kleinen Kreis habt zum raussuchen. Apurette hat also hat ein laufendes Insolvenzverfahren mit 3 Eintragungen. Einfach mal den Start, zwischendrin was. Und das letzte, das halt tatsächlich auch kürzlich erst rauskam, weil das Ding jetzt schon 1 Jahr ging, gab es eine Notiz, dass der Insolvenzverwalter, der das ganze Ding managt von Apurette, das macht er nicht alleine, das macht er mit einem Verwalter, die da sich ein bisschen auskennen, dass er ein bisschen Kohle sehen möchte, dass er sich halt ein bisschen was von dem Pott nimmt, der vorhanden ist, der an alle Gläubiger rausgehen soll und sich quasi mal ein bisschen was bezahlt, weil er schon ein Jahr an dem Ding arbeitet. Ich persönlich finde es schon verdächtig, dass das Ding ein Jahr läuft. Ich kenne den einen oder anderen, der auch Insolvenzverfahren gemacht haben, dass trotz Probleme, die immer mal wieder auftreten, Bürokratie und so weiter, es fehlt irgendwie immer irgendwo ein Zettel oder ist nicht angekommen oder was weiß ich, hatte ich keinen, der das Ding ein Jahr laufen hatte und da noch nichts irgendwie sich großartig getan hat. Ja, sei es einfach mal dahingestellt, was sein kann, aber allein die Tatsache, dass ein Insolvenzverfahren läuft, heißt, dass er keine Kohle haben kann. Ein Insolvenzverfahren wird ja dann nur gestartet, wenn er Schulden hat, die er nicht direkt tilgen kann. Auch nicht so simpel auf Raten tilgen kann.
Es müssen also höhere Summen sein, die man auf einem längeren Zeitraum nicht zahlen kann. Erst dann wird das gestartet. Es geht jetzt nicht hier um 500 € oder 1000 Euro. Meistens sind es doch deutlich höhere Gruppen, gerade wenn man denkt, dass er halt, ja, was für ein Lifestyle er geführt hat, wird da vielleicht ein bisschen was zusammenkommen. Wie gesagt, die Zahl wissen wir nicht. Ist auch vollkommen egal, was für eine Zahl. Wir wissen, allein, dass das Insolvenzverfahren läuft, kann er keine Kohle haben. Und für alle, die es ein bisschen genauer wissen wollen, wenn das Ding läuft, also wenn es am Start ist und das Insolvenzverfahren am Laufen ist, hat Abrett einen Freibetrag, den er haben darf. Als Alleinstehender sind das so 140.000 Euro im Monat. Und wenn er dann halt Kinder hat, was ich nicht weiß, ob der Kinder hat, gibt es auch andere Zahlen. Ich blende euch das alles ein. Das sind jetzt nicht modsmäßig hohe Zahlen, wo man halt sagen könnte, davon kann man halt so ein luxuriöses Leben führen, wie er da sagt. Gerade wenn er auch, wie er gesagt hat, vielleicht eventuell auf Bürgergeld wohnt, hat er da eh, kommt auf den Freibetrag wahrscheinlich eher weniger. Ja, generell kurios, was da abgeht. Da gibt es auch die Möglichkeit, die will ich erwähnen, weil ApoRed es selbst erwähnt habe, aber das ist eine reine hypothetische. Ein rein hypothetisches Gedankenspiel. Bezüglich der Sache hat er ein bisschen was ins Ausland geschafft. Das ist ja dann auch da und das wird ja nicht versteuert. Wenn er das wirklich gemacht hat, wie er selber irgendwann mal gesagt hat, rein hypothetisch sollte dieses gemacht worden sein, hätte der Gute ganz andere Probleme, weil das ist Steuerhinterziehung und dann hat er es zwar nicht im Insolvenzverfahren drin, aber dann auch ganz schnell mal ein, ja. Eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung am Hals und dann kommt er nicht so glimpflich davon und ja, dann hätte der Mann ganz andere Probleme. Also egal wie man es dreht und wendet, allein dass das Insolvenzverfahren läuft, selbst wenn er das andere, hoffentlich war er nicht so dumm und hat wirklich gesagt, ich packe das alles ins Ausland und mache dann Insolvenz. Das ist das Dümmste, was man machen kann, aber momentan traue ich ihm alles zu. Wie gesagt, das Wegschieben ist rein hypothetisch. Nur erwähnt worden, weil er es selber mal erwähnt hat in Videos. Ja. Das ganze Ding ist eine komplette Shitshow. Wie gesagt, er hat sich seinen ganzen Werdegang selbst jetzt verbaut. Auf YouTube Deutschland würde ihm nie wieder was glauben. Er hat keinerlei. Ja. Er hat sich keinen Gefallen mit diesem Prank-Video getan. Hätte das alles so stehen lassen, hätte dieses Steuervideo. Auch wenn das auf zweiten Schauen ein bisschen kurios ist, aber es ist ApoRed, ist nicht so schlimm. Allein, dass er zugegeben hätte, ja, ich habe da Schulden, wäre mal ein Vorteil gewesen, aber nee. Es wurde irgendwie komisch aufgedröselt, dass ein Prank ist. Auch das angekündigte Aufklärungsvideo mit Papieren und so weiter ist komischerweise auf ApoRed Seite nie aufgetaucht. Auf jeden Fall nicht, wie ich das Video mache. Ich mache das Video am 12.12. Ich hatte ein bisschen mit mir gerungen, ob ich dieses Video tatsächlich mache, aber ich bin zum Schluss gekommen. Es wäre sinnvoller auch für mich, dass ich einfach das mal auf meiner Seite gerade stelle, dass es halt ein Prank war, dass ich, ja, ich eigentlich komplett enttäuscht bin. Ich hatte wirklich für ihn gehofft. Ich hatte an das Gute im Menschen geglaubt. Ich hatte gehofft, ja, er hat sich gefangen, er geht jetzt mal auf den Weg der Besserung. Aber nee, wir wurden leider enttäuscht. Ein ganzes Kopfschmerzthema. Wie gesagt, ich hatte mit mir gerungen, dass ich das Video überhaupt mache, aber ich musste wenigstens meinen Namen irgendwie ein bisschen ins Reine bringen, dass ich halt das nicht einfach so stehen lasse. Das will ich auch nicht. Deswegen kam das Video auch als bisschen später. Ich habe mich sehr aufgeregt bei dem, ja. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß auch nicht, wie ich enden soll, daher jetzt. Ciao, wir sehen uns wieder und ja, wenn ihr auch was beitragen möchtet, könnt ihr gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen, wenn ihr überhaupt so weit geguckt habt. Dann ciao, ciao.